Moin ihr Gamer und recht herzlich willkommen mal wieder zu einem Let's Play League of Legends. Ja, ich bin hier in einem Ranked und also es ist ein Jagd nach Platin Game und ich spiele Kog'Maw auf der Botlane. Und ja, ich habe eine Morgana Support, die jetzt gerade noch nicht connected ist oder vielleicht doch. Ich glaube, sie hat gerade was verkauft. Also ist sie anscheinend doch da. Ja, genau. Ja, und wir haben eine Poppy auf der Toplane, also gerade in dem Game davor. Aus Zufall war die auch schon dabei. Also wir wurden jetzt in zwei Games hintereinander gematcht und gerade hat die sehr gut gespielt, die Poppy, und die war auch letzte Season Platin. Und ja, ich hoffe, dann läuft es wieder so gut. Und komm, wir haben auch mit Amumu 4 CC im Jungle. Der muss jetzt halt nur aufpassen, dass er am Anfang gut durchkommt. Und ich muss jetzt ein bisschen aufpassen gegen Karma. Wenn die auf Full AP geht, dann wird das richtig nervig. Wenn ihr dann immer ihre Ulti Q macht, die hat ja so eine große Hitbox, es ist schwierig, die zu dodgen. Da muss man dann ein bisschen aufpassen. Ich muss aber eh erst im Early eher defensiv spielen. Weil Kog'Maw ist halt nicht so stark. Und ja, dann kann ich dann erstmal farmen ein bisschen. Und im Mid-Game so kann ich dann Lucian eigentlich auch gut fighten. Da müsste ich das eigentlich hinbekommen. In der Mitte ist Malza gegen Zed. Also bevor er Level 6... Also bevor sie Level 6 erreichen, glaube ich, dass Zed eigentlich, wenn er gut poked, die Fights gewinnt. Aber ab Level 6, da kann Malzahar dann auch gut countern, wenn er seine W da, wenn er weiß, wo der Zed wieder rauskommt aus seiner Ulti, dann kann er da gleich seine W hinlegen und ihn dann halt ulten. Und es macht dann mega Schaden. So, helfen wir dem hier mal. Und jetzt können wir farmen. Lol. Warum hat sie da jetzt ihre Ulti Q reingeschmissen? Eigentlich müssen wir Early defensiv spielen, weil... Aber wie gesagt, ich habe halt nicht so ein starkes Early. Mit Kog'Maw. Die CS misses. Was macht die denn? Stop. Stop it. Nice. Und Poppy hat schon wieder einen Kill. Kriegt sie den Double? Oh, wow. Diese Poppy. So ein Ripper. Zack, Autotech. Aber oh, wenn wir hintereinander laufen, dann trifft uns beide mit der Q. Das ist nicht gut. Oh, ich glaube, ich gehe weg. Naja, ich brauche noch ein Minion. Oh Gott. Ah, ich krieg mein Minion nicht mehr.
Egal, ich habe jetzt auch so mein Vampiric Scepter, weil ich gehe als erstes erstmal auf Klinge des gestürzten Königs. Also, man kann ja auch anfangen mit der Trinity, aber ich gehe erstmal auf Klinge des gestürzten Königs, einfach um ein bisschen mehr Lifesteal zu haben, ein bisschen mehr Sustain. Nice Binding. Wie viel Farm hat er? 37, aber erst 19, weil ich ganz halt in den Tower gepusht werde, aber... Das können wir noch aufholen. Wow, die Poppy gibt wieder so ab, wie im letzten Game auch. Ach komm. Oh Mann. Ich sehe es ja gerade ein bisschen schlecht. No, Amumu. Hat kein Ziel Wasser getrunken, der Junge. Zack. Zack. Ja, egal. Wir können jetzt einfach ein bisschen nochmal. Einfach ein bisschen CSen in Ruhe. Amumu kommt nochmal. Ah, okay. Mein Flash war gewastet. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Und wenn ich so ein bisschen in Ruhe einfach hier essen kann, meine Stärke liegt ja im Mid-Late-Game. Also, es ist eh nicht so schlimm. Na. Oh. Wenn man sowas, also gegen sowas wie Lucian spielt, dann ist es meistens auch normal, dass man ein bisschen im Farm zurückliegt, weil man wird ja halt eingepusht, weil die halt die stärkere Lane an sich haben. Nice. Bap. Und weggesniped mit meiner Artillerie. Easy. So, jetzt hier noch ein bisschen die Minions einpushen. Und dann können wir auch weggehen. Und es ist jetzt die 10. Minute und wir haben 60 Farm. Das ist jetzt nicht überragend, aber es ist okay. Also es ist auch nicht gut, aber es ist okay so einfach. Weil wenn man so 60 Farm in der 10. Minute hat, ist immer noch okay.
Weil man kann im Late Game sowieso oder im Mid Game den Farm eh noch aufholen. Weil die meisten Leute, wenn sie jetzt so in der Low Elo sind, eh irgendwann aufhören zu farmen. Und daher ist es gar nicht so schlimm. Poppy steht jetzt schon 5-0. Die hat schon irgendwie, was ich glaube, ich auch Null Nexus gesehen habe, 500, nee, 500 Games stimmt nicht, 250 Games mit Poppy gespielt. So ungefähr. So, ich lasse die Minions mal nicht in den Tower laufen. Und schmeiß dafür einen Heiltrank rein. So, er weggeht, kann ich mir auch nochmal ein bisschen Farm sichern und damit wieder ein bisschen ausgleichen. Kog'Maw ist so ein bisschen wie Vayne, also im Early nicht so stark und ab dem Blade macht man dann richtig Schaden. Zack, zack. Jetzt steht schon 82 zu 78, also ich habe schon ihn überholt jetzt mit dem Farm. Einfach nur, weil ich diesen einen Roam nicht mit in die Mitte gemacht habe. Ich glaube auch, dass ich da nichts bekommen hätte. Und für ihn war es ja sozusagen fast schon sicher, dass er da einen Kill bekommt. Weil die da alle low waren. Und ja, ich finde, für mich war es jetzt einfach nicht so nötig, da in die Mitte hin zu roamen. Da könnte ich jetzt aber vielleicht hingehen. Na, okay. Ich kann jetzt auch weggehen in Ruhe. So, hab mein Blade ready. Kann mir noch ein paar Heiltränke holen und dann können wir wieder in Ruhe Farm gehen. So mag ich die Games, wenn man sowas wie Kog'Maw spielt und die einen einfach jetzt in Ruhe lassen, weil man schon 2-0 steht. Also ist es immer am schönsten. Oh, 7-0 Poppy. Putz und weggeklatscht. Die haben richtig hier meine Spucke gespürt. Meine brennende Spucke. Zack. Vier null, sieben null, zwei null, zwei, GG. Zack, zack.
Einfach, jetzt sieht man mal, was er sich da für einen Nachteil durchgemacht hat, dadurch, dass er einfach in die Mitte geroamt ist und nicht auf der Lane war. Ich bin jetzt schon 2 Level über ihm. Nice. Oh. Jetzt muss er schon seine E benutzen, um meine Artillerie zu dodgen. Der Bro. Und die ist Legendary 8-0. Und ich mache einfach weiter auf der Botlane Druck. Wow, die hat die so schnell weggeklatscht, dass meine Ulti, meine Passive gar nichts mehr gebracht hätte. So, wir haben jetzt auch schon, Second Force, nicht Trinity Force. Oder Two Force, wie man es auch immer nennt. Zwei Einigkeit, nicht drei Einigkeit. Nice, die klatschen den Tower weg. Easy, bei den Gegnern hat noch keiner über 100 Farm. Und das in der 17. Minute. GG. Hashtag Gold. ...05 Malsa, 05 Karma. 2-5 Riven, naja, die hat schon 2 Kills. Ich habe den besten Farm aus dem Game und dabei habe ich gar nicht so gut gefarmt. Also 131 Farm in der 18. Minute ist ja nicht gut. Spür meine Artillerie. Oh mein Gott. Nice. Macht einfach Drake. Browse. Wir gehen auf die sichere Variante. So, den schaffen wir easy. So, und hier die geslow-pushte Wave, die holen wir uns auch noch. Ah, Riven kommt, kein Problem. So, sichern wir uns hier den Farm easy. Nice. So will man doch, dass jedes Ranked so läuft.
Lol. Aber sowas kann man auch immer gut mit seinem Flash arbeiten. No. That DC so dumm. So. Und jetzt können wir auch noch den Tower hier pushen. Easy. Oh, komm schnell. Oh, und weg. So, ich habe jetzt auch meine Trinity Force fertig. Oh, was kaufe ich mir denn danach noch? Ich glaube, danach hole ich mir Infinity Edge. Ah, okay, aber ich kann mir erstmal Boots holen. Ich glaube, Boots kann ich erstmal mehr gebrauchen. Weil ich habe ja eh keinen Escape gerade. Kein Flash. Und ich glaube, da helfen mir Boots ein bisschen mehr. So, hole ich mir den Red Buff auch, weil der ist ja schon fast wieder zur Hälfte weg. Zack. Putz. Nice. Starte. Los. Ich glaube, den können wir klatschen, den Baron. Na, dann farm ich halt noch ein bisschen. Zack und weggespuckt, Alter. Richtig mit der Sodbrennspucke reingerotzt. So, wir müssen jetzt aufpassen hier, dass wir nicht sterben. Ich frage euch schon mal für Assistance. Assist me, please. Oh, kein Red Buff. GG. Bap, bap, badadadadap.
kotzt sie voll. The enemy's inhibitor is respawning soon. Na dann zerstören wir ihn mal wieder. Sonst noch jemand, der zerplatzen möchte? Putz, weggespuckt. Naja, völlig egal, der Tower muss fallen. Zack. Nice. Your team has destroyed an inhibitor. Oh, die haben keinen Inhibitor mehr jetzt. Jetzt sieht man hier, da kommen gleich die Canyon Waves mit, Canyon Waves, sage ich schon, die Waves mit zwei Super Basalen. Hier auf jeder Seite. Da kommen so viele Minions jetzt, die haben einfach gar keine Chance mehr zu deffen. Also es ist so schwierig zu deffen gegen so viele Super-Basalen. Irgendwie ist es ein bisschen unfair, weil man, also wenn die drei Inhibitors kaputt sind, dann hat man keine Chance mehr. Dann hat man eigentlich, kann man surrendern sozusagen. Und wenn die Poppy 12-1 steht und der Kogma 10-2, kann man auch surrendern. Enemy double kill. No. GG. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, schaut doch öfter mal auf meinem Kanal vorbei. Und lasst doch einen Daumen nach oben da. Ja, wir können uns jetzt noch eben angucken, wieder, wie die Stats so aussehen. Also, ja, wie viele Punkte ich so bekomme. Ich hatte in meinem letzten Game gerade 21 Punkte bekommen. Und ja, jetzt habe ich wieder 20 Punkte dazu bekommen, bin jetzt auf 41 Punkten, weil ich hatte ja in meinem letzten Video, glaube ich, 94 Punkte und dann bin ich auf 0 Punkte wieder runter, hatte nur verloren. Und ja, jetzt habe ich wieder zwei Games hintereinander gewonnen und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, schaut doch öfter mal auf meinem Kanal vorbei. Tschüss und bis nächstes Mal.